Die hast wahrscheinlich im Titel gelesen und denken, der spinnt, der baut schon wieder neue Außenküche. Aber ja, ist mal wieder soweit. Viel Spaß dabei. Viele von euch fragen sich mit Sicherheit und unberechtigt, warum baut denn der schon wieder neue Außenküche? Hat er nichts zu tun? Naja, so krass würde ich nicht formulieren. Aber erstens so, also wer hat, der kann. Also ich habe die Möglichkeit dazu, das zu tun, und deshalb soll ich es auch tun. Und zum anderen ist das Thema, ich brauche ja verschiedene Areale, um hier zu filmen. Weil sonst würde ja jedes Video irgendwie gleich aussehen. Bei schlechtem Wetter ist es mal super, unten in der Grillhütte zu filmen. Da bin ich schön abgeschlossen. Aber bei halbwegs vernünftigem Wetter, wenn man mit Holz grillen wollen, ist draußen grillen natürlich schön. Und da kennt ihr schon die Ecke, da wo ich hier mal ins Smoker stehe mit dem großen Tisch vor. Das ist ja sehr gut. Dann habe ich noch meine Terrasse. Und für das Feuergrillen habe ich jetzt natürlich noch die Ecke mit dem Ofen. Also da sind wir schon relativ gut ausgestattet haben und haben schon vier Ecken. Aber jetzt haben wir Ecke Nummer 5 zum Grillen. Und damit werden die Videos natürlich, also nicht nur von den Geräten her vielseitiger, sondern auch von den Locations. Das finde ich immer sehr schön, wenn also praktisch nicht 5000 Videos aus derselben Perspektive, aus derselben Ecke aufgenommen werden, sondern wenn man ein bisschen spielen kann, da habe ich Spaß dran und ihr meistens auch. Ja, was haben wir denn hier? Ich habe natürlich bei der Außenküche wieder zurückgegriffen auf Burnout Kitchen. Also ich meine, da unten, weil ich da sehr von überzeugt bin, hervorragende Geräte sind. Die Dinger sind, also alles, was du hier an Stahl siehst, ist nicht irgendwie verschraubt. Außer, dass die beiden Module miteinander verschraubt sind. Das hier, diesen, da sind sie immer verschraubt und da unten. Und der Rest ist durchgeschweißt. Und durchgeschweißt heißt, du kannst hier, weißt du, da kannst du mit dem Auto hinfahren, da passiert überhaupt nichts. Da wackelt nichts, da klemmt nichts. Da knastert nichts. So, und dann habe ich so ein bisschen so die das Thema mal gehabt, dass wir beim draußen Grillen immer nie irgendwie alle Tränke dabei hatten und das musste also immer runterlaufen. Also ihr merkt schon richtige First World Probleme, die mich da beschäftigt haben. Und die Jungs vom Burnout Kitchen haben gesagt, Klaus, das können wir so nicht stehen lassen, da müssen wir noch was machen. Und wer bin ich denn, dass ich mich dagegen verwehre? Und deshalb steht dieser kleine Freund jetzt hier. Und zwar haben wir hier einmal der Doppel Kühlschrankmodul an der Stelle, immer links und immer rechts. Weil bis jetzt eigentlich mal das Thema gehabt, packen wir Fleisch drin, habe ich genug Platz für Fleisch oder habe ich genug Platz für Getränke. Und entweder und oder Entscheidungen sind immer irgendwie total doof. Deshalb haben wir jetzt eine Seite Fleisch, eine Seite Getränke und das ist relativ cool. Wo ich auch jetzt drauf geachtet habe, das war hier oben die Platte, die ist ja bei meiner alten Küche unten noch, das ist hier aus Kunststoff und ja, temperatursensibel. Hier haben wir jetzt eine Steinoberfläche. Also gerade wenn wir im Grill arbeiten und heiße Roste oder irgendwas haben, dann können wir die da bedenkenlos drauflegen und ich muss mich überhaupt ja nicht kümmern, nicht irgendwie immer eine Platte unterlegen und hin und her, sondern wirklich so, wie man sich das, wie sich das hier hört. Die ganze Küche steht hier außen, ihr seht das, komplett frei, also ist kein Dach drüber, kommt auch keine Haube rüber. Die ist so geplant und so konzipiert, dass sie auch Regen von allen Seiten ab kann, dass da Schnee drauf stehen kann, dass du dir keine Sorgen machen musst. Hier unten haben wir so eine Kunststofffront, da ist ja jetzt schon ein bisschen Zubehör drin. Das ganze Kunststoffzeug ist mindestens 10 Jahre wetterstabil, also da muss sich keiner Gedanken machen, wenn du das Ding rausstellst, ob Sonne, Regen, Frost, Hurricane, irgendwas. Ich würde jetzt nicht sagen, man kann mit dem Panzer drauf wenden, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber das ist ultra robust. So, und zu so einer Außenküche, ihr hört natürlich noch was anderes. Handwaschbecken habe ich jetzt hier nicht draußen dran, weil das macht mir immer zu viel Mirakel. Das habe ich bei mir drin in meiner Grillküche, in der Vorbereitungsküche. Da ist dann alle da. Vielleicht zeige ich euch ja in meinem anderen Video mal, wie das da aussieht. Hier habe ich mich am Grill entschieden, an der Stelle, weil wir ja hier draußen hauptsächlich mit Holz arbeiten, für ein Kamado Joe Big Joe 3. Also Vollausstattung. Das ist ein Riesenei. Zeige ich euch das mal. So sieht er aus. Also ich befürchte, dass es in den Dimensionen nicht ersichtlich ist. Was das für ein, vielleicht muss ich mal meinen Kopf darin halten, dass es aussieht, als ob mich so ein riesengroßer roter Pac-Man frisst. Ein Monstergrill hier mit, ich habe jede Menge Zubehör dabei, also hier so eine Rosterhöhung. Das kann man hier auseinandernehmen, also es ist ein Holzkohlegrill. Hier unten drin, ich nehme das mal gleich auseinander. Da haben wir den Desora-Einsatz. Da hast du praktisch eine Platte drüber, die hier oben drauf sitzt, dann ist es dazu da, dass es praktisch für indirekte Grillen komplett abschirmt und hier eine Verwirbelung drin ist, dass du total gleichmäßig indirekte Grillen damit machen kannst.
Also der hat zwar diese Keramiksteine. Aber zum indirekten Grillen in der vollen Größe könntest du die jetzt einsetzen, aber du bist viel besser mit dem Gerät hier und deshalb habe ich das gleich mit dabei. Das ist so ein Aluguss beschichtet. Ich nehme das mal raus. Wenn wir unten drin gucken, sehen wir schon, hier haben wir einfach bestehen. Großen Kohlekorb, hier ringsrum ist alles Keramik. Die großen Nest hier unten besteht aus einzelnen Platten. Dadurch ist die Spannung relativ gering und es kann nicht passieren, dass die Dinger reißen. Weil bei Keramikgrills, wo dann unten aus einem Topf fertig ist, ist die Chance so fürchterlich hoch, dass die reißen und du dann irgendwelche Reklamationsschichten hast und wieder sagst, oh, was habe ich jetzt wieder hier, wieder da, wieder Sorgen. So hast du einzelne Kacheln und die haben natürlich nicht so eine große Spannung, die die aufbauen. Alle super dick. Ich glaube, der Grill hatte, ich weiß nicht, lügen, ich glaube 160 Kilo oder was? Also über 200, so ja. Das ganze Paket war 100, 200 mit Zubehör. Also 160 war irgendwie der Grill. Ich habe den mit Klaus Breinig von Burnout Kitchen hier aufgebaut. Wir haben nicht so weit drin gehoben gekriegt, aber wir waren beide froh, dass wir nicht die Schmächtigsten sind, sagen wir mal so. Das ist total flexibel. Du kannst praktisch hier unten grillen, dann kannst du hier oben grillen, also auf der mittleren Schiene oder auch ganz oben. Dann kannst du dir das mit dem Deflektorstein hier nochmal eine Seite abtimen zum indirekten Grillen und kannst praktisch auf der anderen Seite, jetzt könnte man, wenn man wollte, den Rost hier unten einsetzen, unten hier direkt angrillen, hier oben indirekt nachziehen. So hat man das alles voneinander getrennt. Das kann man auch rechts und links machen, nach oben, nach unten. Also kannst du das Ding umbauen, wie du willst. Und bist praktisch so unglaublich flexibel mit so einem Gerät, dass es nichts gibt, was darauf nicht gibt. Ich habe noch Zubehör dafür Pizza, wobei wir die Dinge auch ohne Zubehör notfalls Pizza machen. Die haben eine Temperaturrate von, also einen Temperaturbereich von 80 bis deutlich über 400 Grad. Also die Dinger machen richtig Lack. Und falls ihr mir das nicht glaubt, würde ich sagen, ich hole mal die Holzkohle und wir zünden den mal. Bevor wir loslegen, sieht man unten noch das untere Metall, das habe ich euch vergessen zu sagen. Also hier liegt die Kohle praktisch näher drauf. Unten drin ist der Asche, die praktisch der Aschesammler. Und wenn man von hier vorne guckt, hat man hier die Lüftungssteuerung, mit der man die Temperatur reguliert. Und hier ist gleichzeitig so ein, den Aschefang, wo du die praktisch rausholst. Da hast du sie gesammelt. Du hast also nicht dieses Drama mit dem Rummikratze und Rummimache in einem 2000 Euro Grill, wo du nicht richtig klarkommst, sondern das ist wirklich alle da, wo du hingehört. Und die kriegst du mit eben mal raus und hast hier vorne deine klassische Temperatursteuerung. Wenn man wie ich so ein bisschen auf technische Finesse steht, dann gibt es sowas hier, ein iCommand. Das ist ein kleiner Lüfter mit verschiedenen Thermometern und einer App-Steuerung, die kann man da anschließen vorne. Das zeige ich immer in einem anderen Video, wenn ich Gelegenheit wächst mal anhabe. Wo man praktisch nicht nur mit der Steuerung, mit der klassischen Steuerung, die oftmals ausreichend ist, sondern über lange Zeitraum, wenn man wirklich Ruhe haben will, so ein Ding anschließt und der die Temperatur völlig selbstständig hält. Geil, wa? Dann kommt Kohle rein. Mann mit Kohle sucht Frau mit Grill. Seht ihr, ich habe jetzt hier diese Kamado Joe Holzkohle eingefüllt. Das sind, ach, das ist völlig ungesiebt. Das sind so eine große Stücken. Ganz herrlich. Der Grill funktioniert natürlich nicht nur mit der Kamado Joe Holzkohle, sondern da kannst du jede Holzkohle drin machen dieser Welt. Ich will jetzt keine verpressten Briketts machen, weil die stinken und das nimmt die Keramik irgendwann an und dann stinkt der ganze Grill, das ist total doof. Sondern richtig klassische große Holzkohlestücken. Notfalls auch vom Grillhändler oder vom Baumarkt deines Vertrauens, wo immer du möchtest. Du kriegst am besten raus, so kleiner Tipp, zeige ich euch jetzt mal, wie man rauskriegt, ob Holzkohle große Stücken hat. Und zwar, du kannst also entweder hier anfassen, das hilft dir meist nicht viel, oder du musst schütteln und das Ohr ranhalten. Und wenn sich das da drin so anhört, als ob da drin Glasscherben sind, dann sind entweder Glasscherben drin oder richtig große, geile, harte Stücken. Deshalb immer schütteln und gucken, ob es sich anhört wie Glas. Und wenn sich ja Glas anhört, mitnehmen. So ein Kamado Joe und Kamado Grills im Allgemeinen sollte man nicht mit Flüssiganzünder betanken, weil der zieht hier in die Keramik ein und stinkt 100 Jahre. Deshalb nehme ich sowas hier. Das ist kein Richtmikrofon, sondern Luftleiter. Einen Heißluftföhn zum Kohlanzünden. Der hat hier vorne so eine kleine Glühspitze dran und dann kommt Luft dazu und dann macht man den an. Hält dich hier rauf und wartet. Guck mal, siehst du gleich, hast du das erste kleine Fünkchen dran und jetzt hältst du dagegen und pustest das noch richtig an. Und da ich jetzt direkt mit richtig viel Flamme und Hitze grillen will und den erstmal ausbrennen möchte, mache ich das an 4-5 Stellen. Wenn ich jetzt indirekt grillen würde, reicht mir eben so ein Feuernest in aller Regel aus. Weg so daneben stehe, sieht man mal, also hier so Scheitelhöhe und hier öffnet der Deckel, was denn für ein Riesenmonster ist. Dann kommt man so ein bisschen so auf die, also ich bin 1,90 Meter.
so dass man mal so sehen kann, in welcher Größenordnung sich das abspielt. Hier innen drin haben wir jetzt die fünf Hotspots drin liegen und die gibt es zwei Varianten. Die so, Ehen, wir zählen jetzt mal. 1, 2, 3, 4 und hier unten drunter ist der fünfte. Den sieht aber keiner. Ja, ich sage, deshalb erzähle ich ihn auch gerne dazu. Und jetzt zwei Varianten, die man jetzt machen kann. Also die eine ist, dass man mit dem Deckel offen, dass möglichst viel Sauerstoff rankommt, mit einem großen Wärmeverlust das Ding hochheizt. Und die andere Variante, die ich lieber mag, ist, dass man die ganze Wärme hier drin lässt, indem man den Deckel schließt, hier oben aufmacht und hier unten volle Pulle aufmacht und damit richtig durchzieht. Übrigens, Deckel schließen ist so ein schönes Stichwort. Ich finde hier, wenn du ihn zumachst, das ist originale Geräusch von 1979er G-Klasse von der Tür, wenn man die zuhaut. Also das ist richtig robust, da ist richtig, richtig Spaß hinter. Ich sage, Deckel würde ich oben auflassen. Und jetzt zieht praktisch hier unten viel Sauerstoff drin und wir haben so einen Kamineffekt, der da durchzieht, aber die Hitze bleibt trotzdem drin. Deshalb habt ihr das ganze Jahr, wenn das Ding zu ist. Wir gucken mal hier auf unser Thermometer, das steht hier fast bei 0. Und ich starte mal auf meinem Handy hier eine Stoppuhr. Hier war geil, mit meinem Logo. Ist Heimarbeit, gibt es nicht zu kaufen, keine Sorge. Und guck mal, wie lange der braucht. Und wir sagen zum... Hier oben steht im Thermometer bei zwischen 300 und 450 Steakhouse-Searing. Ich persönlich würde sagen, wir peilen mal die 400 an. Wie lange der braucht. Ist ein Riesengrill. Ihr könnt jetzt selber schon mal so schätzen, wie viel das ist. Und ich gebe euch einen kleinen Swooshy Denkzeit und dann könnt ihr sehen, wie lange tatsächlich ihr braucht habt. 400 Grad, halbe Stunde. Ich würde sagen, das ist ein brauchbares Ergebnis für so einen großen Grill. Nochmal. Aber wir hätten gedacht, dass es weniger ist. Ich hatte so auf 15 Minuten getippt. Nein. War, nee? Nein, doch. Ich. 12. Quatsch, das ist Blödsinn. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ein Riesengrill ist. Und wir reden hier von 400 Grad. Und an sich kein Mensch braucht 400 Grad beim Grillen. Außer wir. Wir machen mal auf. Leicht immer anheben. Und guck mal, da ist ein Höllenfeuer drin. Ja, die Kamera gleich einen Schritt zurück, oder? Warum benutzt du jetzt Handschuhe? Weil jetzt der Herr Iss da drin ist. Und ich keine Lust habe, mir die Finger zu verbrennen. Das sollte man also immer tun, ja? Ja. Da wir auch was grillen wollen, habe ich hier ein scharfes Messer und ein Brett vorhanden. Und habe hier zwei Chuck-Sticks, ein bisschen Öl und meinen allseits bekannten Grillpfeffer. Den, den ihr mal kaufen oder nachmischen könnt, macht wie ihr wollt. Und ein bisschen Öl aufs Fleisch. Macht sich immer besser beim Angrillen. Messerrücken immer glatt streichen. Könnte ich auch die Finger nehmen? Ganz hoch, dann hast du auch Öl an Fingern. Ich habe gerade keine Handschuhe da. Umdrehen, dasselbe von der anderen Seite machen. Bisschen, also wirklich nur ein bisschen Öl rüber, siehst du so? Und dann grillen wir die. Wir grillen jetzt hier in zwei verschiedenen Stellen. Also einmal hier oben, wo wir mal noch gemächliche Hitze haben und einmal knastern wir sie unten richtig an, wo richtig Schub ist. Wir haben relativ dünne Steaks, das heißt, also wenn die außen toll sind, sollten die innen auch toll sein. Lässt du den Deckel jetzt offen beim Grillen oder machst du den zu? Kann man machen, wie man möchte. Ich würde sie jetzt tatsächlich offen lassen, weil sie sehr dünn sind. Und wenn ich den jetzt schließen würde, dann hätten wir sofort das Thema, dass von aller Seite Hitze rankommt und die sehr schnell durchgaren. Deshalb lasse ich den bei so einer Aktion jetzt lieber offen. Ansonsten ist so ein Kamado durchaus dafür gemacht, mit geschlossenen Deckeln zu grillen. Mal hier oben grillt den ganz entspannt vor sich hin, zieht so ein bisschen Farbe. Und hier unten ist schon ja, deutlich mehr Spektakel drin. Aber immer noch nicht so, dass gleich alles Leben vergeht. Nach ganz kurzer Zeit drehen wir die Bursche mal um hier. Also wir verbrunzen schon mal. Das sieht ordentlich aus. Und hier oben gönne ich ihm noch ein bisschen. Und wenig später können wir die Bursche umdrehen. Sieht auch nicht schlimm aus. Nee, das ist halt sehr gut aus. Ja. Also wenn du jetzt auf so einem Kamado-Grill, gerade auf so einem großen Direktgrill, dann solltest du eine große Zange haben. Ich habe jetzt die hier von meiner Lieblingszange von Breuking und einen richtig robusten Handschuh. Also nicht mit so einer kleinen Knobelzange da anfangen, den rumzupödeln mit der bloßen Hand. Hast du nur Schmerzen, bringt dich überhaupt nicht voran. Also wenn du wirklich Grillzubehör haben, was zum Grillgerät von der Größe ja auch angemessen ist. Hier ist jetzt schon, wie saftig das aussieht. Sehen sie gut aus, also sagen, die können wir runternehmen. Hier oben. Das kann ruhig noch ein Stück, ne? Das ist noch nicht so weit. Ich sag mal, ein klassischer Mittelschnitt hier drin. Also, saftig ist es. Stellen wir hier so ein paar wilde Tranchen runter. Mal hier, also,
Garpunkt, wie man das von einem Steak sich erwartet. Ein bisschen Grillpfeffer drauf. Ich sage immer, ein Dittchen nicht panieren und rinnen in die hohle Birne. Hat er gut gemacht. Habt ihr gut gemacht, du und der Grill. Mega. Also, tolles Steak. Ordentlich solide gegrillt, immer mit ordentlich Hitze dran. Natürlich hier die dünnen Stücken hier an der Seite, die sind natürlich mehr durch. Schöne Kruste, oder? Wenn du es hochnimmst, guck mal, merkst du schon, da ist die Spannung im Prinzip raus, also die ist wieder drin, das ist fertig. Möchtest du es auch noch probieren? Na klar probiere ich das, einer muss ja. Super saftig. Ein Orangenstück hier. Großartig, schön gegrillt. Und ich finde, genauso muss grillen sein. Gut, ich bin schon wieder bei dem Steak. Eigentlich sind wir nicht beim Steak, sondern beim Grill und bei der Außenküche. Fazit dazu. Ein klassisches Haben ist besser als Brauchen. Also, ich glaube, wenn wir uns einig sind, niemand außer mir, den ich kenne, braucht zwei Außenküchen. Aber wenn man eh hat, ist schon ganz gut. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier also nicht nur die Außenküche unten habe, also ich es bequem haben will unter Dach, sondern bequem auch hier so, dass ich Getränke bei mir habe, wenn sie dann mal gefüllt sind, weil noch sind sie leer. Und dass wir Fleisch und Wurst, einfach zum Grillen haben, hier unten gleich drin haben. Und dass ich einen riesengroßen Grill habe, weil ich ja hin und wieder mal riesengroße Sachen auch grille. Wo wir abseits vom Smoken, vom Gasgrillen, sondern auch mal auf Holzkohle wieder ein bisschen mehr machen können. Ich weiß, viele von euch haben sich das gewünscht und wer bin ich denn, mich dazu verweigern. Mich freut es, wenn ihr meinem Kanal die Treue haltet, wenn wir vielleicht noch ein paar mehr werden, durch Abos, durch Wohlwollende Kommentare oder Daumen nach oben. Und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin esse ich hier einen Steak und ihr guckt euch vielleicht noch das eine oder andere Video an oder auch nicht. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Gild. Feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Ich muss zum Schluss machen, ich muss essen.